Hallo und willkommen zurück zu Timmerborn. So, gleich mal wieder die Zeit anwerfen auf dem höchsten Beschleunigungslevel. Wir haben zwei Jungtiere und wir haben nur noch eine kontaminierte Biberperson. Da ist sie ja, weil der Rest leider gestorben ist. Irgendwie haben sie das nicht so gut vertragen. Das heißt, wir müssen immer noch leicht auf Nachwuchs warten. Und wir haben eine Dürre, die noch 10 Tage andauert, aber schaut mal, wie viel Wasser wir hier noch drin haben. Ist es nicht schön? Dämme bauen funktioniert. Sagt allen Bibern Bescheid. So, dann müssen wir aber... Ich glaube, der Pfad ist für die immer noch verwendbar, aber wir haben ja eh keine Arbeiter. Gut, der eine macht Holz, so soll das sein, aber wir müssen auch unbedingt mal Holz nachmachen. Beziehungsweise, ja gut, das bringt jetzt nur zwei pro Baumstamm. Na, vielleicht trotzdem. Wir können ja hier nicht da, sondern ein Deich bauen. Ist zwar ein bisschen Ressourcenverschwendung, obwohl wir können auch einfach eine Treppe bauen. Ich glaube, das kostet auch Ressourcen, aber na, kann ich gerade nicht dahin. Denn ach so, wahrscheinlich wegen der Treppe. Dann machen wir es wegen dem Weg hier drauf. Egal, dann machen wir es eben so hin. Boah, wird schon irgendwie passen. Ich weiß, es sieht furchtbar aus. Wir werden das irgendwann hinkriegen, dass es vernünftig aussieht. So, Forschungspunkte haben wir wieder 422 Stück. Es wird aber gerade nicht weiter geforscht, weil alle wichtigere Dinge zu tun haben. Da bin ich auch ganz froh drüber, dass sie hier wieder... Ordentlich. Die Blaubeeren sind wirklich abgestorben durch das Faulwasser. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht, dann können wir die aber direkt abreißen. Weg damit, weg damit, weg damit. Gut. Weiß nicht, ob die noch da oben hochkommen, die Biber. Wahrscheinlich nicht. Nee, ist ja... Da braucht man eine Treppe. Ein Glück haben wir welche. Und hier kommen unsere Bäume nach. Jetzt darf nur keine Faulwasserflut kommen. Sonst sind wir wieder am Arsch. Ja, dafür wäre es echt geschickt, wenn man hier das irgendwie abtrennen könnte nochmal. Nehmen wir doch mal hier eine Schleuse. Achso, das kostet 500. Puh, staut Wasser, ja. Einstellbare Höhe bräuchten wir, aber hat auch noch ein bisschen Zeit. So, da unten bauen die schön ab. So stelle ich mir das vor. Und macht bitte mehr Jungtiere. Hat ja letzte Episode auch so aufgehört. Aber die müssen sich vermehren und die müssen knattern, was das Zeug hält, wenn es nach mir geht. So, hier muss man natürlich auch einen Damm einziehen, damit man mal das Faulwasser da rausbekommen. Okay, jemand ist an Altersschwäche gestorben. Aber wir haben Tier mehr. Wir haben ein Tier mehr und trotzdem nur zwei, die Farm bedienen. Das finde ich aber nicht gut. Wasser, würde ich sagen, läuft. Dann können wir hier sagen, der Kollege kann mal Feierabend machen. Dann hilft er bestimmt auf der Farm mit. Das kann nicht schaden, weil das Wasser wird hier noch eine Weile anhalten. So, wie kriegt man möglichst schnell das Faulwasser? Ja, möglichst schnell gar nicht. Wir müssen tatsächlich hier irgendwie was einbauen. Wie tief ist es denn? Nicht tief, okay. Weil da müssen wir auf jeden Fall nicht das hinsetzen, sondern das. Und dann können wir hier zumindest auf das Level höher dammen. Dann sollte alles erstmal voll laufen, bevor wir darunter leiden. Ist zumindest die Hoffnung. Dass es dann hier rüber irgendwie abfließen kann. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Also dann platzieren wir das schon mal da. Das müssen die jetzt irgendwie geschissen bekommen. Also müssen sie irgendwie hinbekommen. Einziges Problem ist noch, wie kommen wir auf die andere Seite? Am geschicktesten wahrscheinlich durch zwei Treppen. Das heißt einmal da eine Treppe. Und dann ja, am besten hier muss man die Ressourcen auch abbauen. Das ist schade, aber es muss wohl sein, damit man die Treppe da platzieren kann.
So, und die sind schon 25% gewachsen. Das finde ich ziemlich gut. Vor allem, wenn das Wasser noch hält, dann haben wir am Ende der Dürre vielleicht echt die Chance, das ernten zu können, bevor die nächste Faulwasserflut kommt und wieder alles verdirbt. Das mit den Karotten machen sie echt gut und den Sonnenblumen. Das muss man ihnen lassen. So, ich glaube, nee. Achso, abreißen geht ja nicht, wenn ich erst runterbauen muss. Ich bin Vollidiot. Eher mehr als weniger. So, jetzt haben wir da eine Das bringt ja gar nichts. Die kommen ja hier nicht wirklich runter. Scheiße. Kommen sie dahin? Also wenn ich hier, sag mal ein Holzfäller-Ding hinmachen wollen würde, was auch immer. Ist nicht ideal, aber was soll's. Hier hinmachen und dann sagen, Collision reißt mal alles ab. Vielleicht klappt das ja. Also da unten nicht, aber hier zumindest, wenn sie da... Weiß nicht, ob sie noch ein Element brauchen würden. Wenn ja, müssen wir halt die Treppe abreißen und nochmal gescheiter hinsetzen. Ein bisschen das Problem, wenn man da nur mit halbem Hirn... So, der hat gepflanzt, den braucht man da nicht mehr. Den braucht man vielleicht eher da. Das da unten ist nicht erreichbar. Das heißt, die müssen wir tatsächlich löschen. Ja. Ja, ich bin dämlich. Ich gestehe es mir ja ein. So, hier haben wir dann aber wirklich kaum Chancen. Außer natürlich hier, diesmal keinen Fehler machen. Ja. Und natürlich ist das auch noch im Weg so. Da kommt er jetzt zumindest irgendwie runter. Zählt natürlich nicht mehr zum Distrikt, aber kommt vielleicht zumindest so weit, dass wir da vorne irgendwann mal was abbauen können. Ah, jetzt gehört zum Distrikt. Wunderbar. Schade, dass die Pflanzen hier alle gestorben sind. Ja, zumindest ein bisschen Holz kriegt man davon noch. Mindestens ein. So, Wassermarsch. Ich denke, da wird es sich jetzt anbieten, die Farm kurz zu pausieren und hier die ordentlich pumpen zu lassen. Aber noch einen, der keinen Job hat. Ja, noch einer darf pumpen. Und ansonsten... Gut, der trägt das ab. Das hinten reicht dann nicht mehr in den Bezirk. Und dann... Wir hätten die Treppe auch da lassen können. Wir brauchen sie ja sowieso, um nach... Naja, wo braucht man die Treppe denn am besten, dass wir da runterkommen? Am besten hier runter und dann... Oh, ist das alles kompliziert geworden. Also, da runter irgendwann, damit wir hier einen Damm hinsetzen können, beziehungsweise zwei Stück, damit wir hier Zugriff drauf haben. Ansonsten könnten wir da runter... Nehmen wir die Methode, die nur eine Treppe verbraucht, so. Ja, ein Rohholz kriegt man zurück. Also einmal da eins hin und einmal ein Deich hier nach unten, bitteschön. Und dann können wir, brauchen wir eigentlich keine andere Treppe mehr, dann kommen wir ja schon runter. Naja, wir werden es schaffen. Ja, das hier ist echt relativ schön, dass das Wasser so gut hält. Vor allem, wenn die Dürren dann 30 Tage dauern. Ist es gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen was im Reservoir haben, ohne dass man groß aufdeichen muss, wie das unter uns Bibern heißt. So, die arbeiten 16 Stunden, das passt, können sich ihre Blaubeeren-Snacks noch verdienen. Farmarbeit, theoretisch hätte man da auch zwei, die das könnten. Würde sagen, Holzfällerzentrum machen wir hier an. Es gibt nämlich genügend Bäume. Es gibt zwei Bäume, okay. Da unten kommen wir wieder nicht hin, ohne vernünftige Treppe. Und so viel Planken haben wir auch nicht mehr. Da müssten wir uns mal drum kümmern. Na egal. Mit der Treppe wird schon irgendwie klappen. Dann einmal Fahrt nach da, einmal Fahrt nach da. Boah.
Ist nicht schön. Muss aber erstmal so sein. Und das Faulwasser muss man hier unbedingt auch mal abstellen. Ach, so viel offene Punkte. Ah, den Bibern geht's wieder gut. Wir haben schon 8 Stück. Noch ein Jungtier. Wasser ist am Anschlag. Das freut mich ganz besonders. Kann man wieder einen ausschalten. Ich weiß, am Anfang ist es hier relativ viel Micromanagement. Aber hilft ja alles nichts. So, wenn wir den Pfad noch ein bisschen pfadiger machen. So zum Beispiel. Und da ist eh die Treppe. Ist das dann wieder im Distrikt drin? Nee, da müsste ich wahrscheinlich das Holzfäller-Ding weiter in die Zukunft setzen. Weiter hier reinsetzen. Dann wird es wahrscheinlich klappen. Ist jetzt fürs Erste nicht wichtig. Oh, die Eichen sind fertig. Dann mal ran an den Feind. Sind die ausgewählt zum Holz? Ja. Guckt mal, wie viel Holz wir durch so schöne Eichen bekommen. Ach, das ist ja fantastisch. Dadurch können wir echt die Dämme jetzt bauen. Früher als gedacht, das ist wunderbar. Die gehören leider auch nicht dazu. Das heißt, wir machen hier noch eine Holzfällerhütte, ganz temporär. Wir haben ja noch Arbeiter, die willig sind. Und gleich hört die Dürre auch auf. Oh, das läuft ja richtig gut. Das läuft ja richtig gut im Moment. Dadurch, dass mich das Faulwasser aber zuerst umgebracht hat, so. Der ist pausiert, für den braucht man ja eine Treppe. Oh, hätte er geschafft, wären die Bäume markiert gewesen. Hätte er die tatsächlich abholzen können, ne? Dann machen wir den kurz wieder an. Und so viel Holz haben wir. Gleich geht's richtig los mit den Produktionen. Sobald ich das Spiel wieder fortsetze. Und wir haben 3 Jungtiere und 8 Erwachsene. Das ist doch wunderbar. Sowas sieht man gern. So, jetzt aber die haben hier hohe Priorität. Genauso wie die Sachen. Also an Holz wird es uns erstmal nicht mangeln. Hab ich so im Eindruck. So, Wassertank. Ja, sollen sie mal bauen. Kostet zwar ein bisschen was, aber wir kriegen ja auch eine Menge Holz. Ich habe echt... Oh, das schwappt aber rüber. Jetzt ist Schluss mit Wasser. Und jetzt sollten sie eigentlich auch nicht mehr hier die Wasserwege benutzen. Weil es leicht kontaminiert ist und eben zurückfließt. Das ist der See, den müssen wir wohl eher früher als später trockenlegen. Egal, gleich gibt's neues Wasser. Dann wird das Faulwasser wieder verdrängt, ich glaube. So lange sollten die das aushalten. So lange sollten sie das aushalten. Ich weiß, das ist immer so eine kritische Aussage, aber in der Hoffnung, dass es dann auch tatsächlich tun, obwohl das sieht schon mies aus, was sie hier machen. Nicht kontaminiert werden. Jungs, Mädels, Biber und andere Nagetiere. Passt auf euch. Kann man Wege nicht einfach blockieren? Beschreibung ausblenden, ja, das hilft nichts. Wir sagen einfach, die halten das aus. Die halten das aus. So. Aha, hier ist ein bisschen was ausgetrocknet jetzt. So, das muss man natürlich entsprechend, wie gesagt, eher früher als später trockenlegen. An einer geschickten Stelle. Hier vielleicht. Und Holz muss weg. Und Deich muss hin. Geh ganz schön verschwenderisch damit um, dass wir gerade wieder Holz haben. Ah, jetzt sieht's ganz gut aus. Also ist schon mal wieder das Faulwasser weg. Das ist alles im See. Den werden wir natürlich jetzt irgendwann demnächst trockengelegt bekommen. Ja, Holz ist auch nicht im Überfluss verfügbar. Wir müssen das schon irgendwie geschickt einteilen. Nahrung sieht aktuell gut aus. Ah, arbeiten ja auch dran.
Lass mal nur ein Typi da arbeiten. So, der ist wieder erledigt mit seinen Holzfällerarbeiten da. Dann hoffentlich. Ja, darüber bauen müssen wir ja sowieso. Ich wünschte, ich könnte auch sagen. Ach, egal. Den machen wir hier weg. Dürre schon wieder bevorstehend. In 3 Tagen. Dann müssen wir die Lager ein bisschen füllen. So, noch ein Holzfähnchen hier hin. Zumindest keine Faulwasserflut. So, jetzt geht's aber darum, 2 Arbeitsplätze haben wir dafür noch. Sag mal, 18 Stunden sollen sie jetzt arbeiten. Irgendwas muss ja passieren. Kriegen es aber nicht trockengelegt in den 2,5 Tagen, die noch verbleiben. Wäre nur schön, würden wir hier tatsächlich dann vor Eintreten der nächsten Faulwasserflut irgendwas gescheit machen. So, ich brauche noch eine billige Arbeitskraft für die Forschung. Wer will, wer hat noch nicht? Was ist da? Irgendwas ist pausiert. Okay, muss uns wahrscheinlich erst später interessieren. Ansonsten, Wasser füllt sich. Großer Stapel leert sich. Na, wir brauchen auf jeden Fall mindestens eine Zweierschleuse. Wir wollen ja das gute Wasser weiterhin behalten, aber das schlechte Wasser nicht durchlassen. Wäre die Frage, ob man die Dinger dann überhaupt noch braucht. Wir überlegen uns das. Und das ist wirklich die gescheiteste Stelle hier. Ja, würde ich sagen. Da kommt ja alles durch. Ein paar Kiefern sind fertig. Ist das nicht wunderbar? Das freut mich. Ich mag Bäume so sehr. So, 1, 2, 3, 36 Stück braucht man noch. Und die haben wir ja. Die haben wir ja vorrätig. Sieht gut aus, dass wir den See tatsächlich mit der Dürre jetzt trockenlegen können. Und danach können wir ihn wieder fluten. Da braucht man natürlich wieder eine Schleuse und nicht so einen Damm, weil dann ist es einfach nur ein trockenes, nutzloses Gebiet. Wow, und nutzlos ist da wortwörtlich der Fall. Das bringt ja gar nichts. So, hier fehlt uns aber ein Arbeiter. Okay, wenn der da arbeitet, ist auch gut. Hätte es tatsächlich aber gern, wenn er hier erstmal Rum erntet. Also kein Rum, aber die Bäume vor allem da unten sind wichtig. So, Wege. Wege verbinden Menschen und Biber. So, einer arbeitet hier relativ fleißig, einer arbeitet hier. Förster müssen wir auch wieder einstellen. Obwohl, das hat noch ein bisschen Zeit. Was braucht es denn? Baustelle. Wir haben dort 2 verfügbare Biber. Was machen die denn? So, ihr habt Durst und Hunger. Kann ich verstehen. Komm schon, baut das letzte Stück. Ich würde sagen, ab jetzt dürfen sie wieder nur 16 Stunden arbeiten. Müssen ja nicht jeden Tag ranklotzen, was das Zeug hält. Na komm, der letzte baut. Nein, der hat nur Materialien geliefert. 2 Stück fehlen noch. Komm, bevor Faulwasser zurückfließt. Das sieht da schon wieder so rot aus, was da durchkommt. Ja, gut. Das wird trockengelegt im Laufe der Zeit. So soll das sein. Dürre beginnt. Boah. Dann können wir aber sagen, okay, die werden eh alle abgebaut. Das ist praktisch. Ein Jungtier haben wir nur. Haben wir freie Betten. Ich würde tatsächlich... Achso, hätte ich das gescheiter nach rechts oder links versetzt, hätten da tatsächlich 2 Häuser hingepasst. Was haltet ihr denn davon, dass ich das so vermasselt habe? Wir haben aber genügend Holz für eine große Unterkunft. Aber ist nicht freigeschaltet. Braucht 250, aber die Schleusen wären mir tatsächlich wichtiger. Ah, passt auch so hin. Ich habe nichts gesagt. Perfekt gemacht. Perfekt geplant habe ich das.
So. Ach, das freut mich richtig, dass wir jetzt erstmal kein Baumproblem mehr haben. Und sollten sie das da auch mal irgendwie annagen, können wir tatsächlich mit dem Deich beginnen. Der dann eben diese Höhe hat, also von diesem oberen Block. Müssen wir entsprechend auch noch nach links bauen, sonst bringt das ja nichts. Ah, das Holzhammer. Und dann wird Faulwasser uns erstmal keine große Herausforderung bieten. Je nachdem, schauen wir mal. Ich hätte am liebsten gern die Dreifachschleuse, aber das kostet zu viel. Ich glaube, wir nehmen als erstes die einfache Schleuse. Obwohl, die müssen ja dann da oben sein, nehme ich mal an. Und damit muss man schon alles stauen. Ah, ich glaube, wir brauchen mindestens die Doppelschleuse. Ja, 250 Wissenschaftspunkte, was auch immer. So, wir brauchen auf jeden Fall auch neue Planken. Würde ich sagen, ein Holzfäller schalt mal aus. Auf die humane Art. Der darf einfach woanders arbeiten. So, und dann mach mal wieder ein paar Planken. Sonst wird das hier auch nichts. Der Kollege sollte arbeiten. Sobald wir einen Kollegen nachbekommen, natürlich erst. Aber prinzipiell bin ich erstmal zufrieden, tatsächlich. Wir wachsen und gedeihen, nachdem wir beinahe ausgelöscht worden sind. Beziehungsweise nachdem wir ausgelöscht worden sind und ich den Autosave laden musste. So, und du willst echt nicht hier das mal... Ah doch, einen hat er schon abgebaut. Wir kommen voran, Jungs. So, Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Was habt ihr für Icons? Ja, keine Zutaten, aber Nahrung habt ihr eigentlich genug. Das ist jetzt nicht meine Schuld, wenn ihr sie nicht verwendet. Ein Gebäude benötigt Arbeiter. Glaub mal, die Wasserfritzen, da reicht auch einer. Okay, keine freien Arbeiter, Wissenschaftspunkte, yay. Planken, yay, haben wir schon 13 Stück wieder. Kein Arbeiter verfügbar. Ich glaube, da sind ein paar Alte gestorben an Altersschwäche. Das ist natürlich nicht gut, dann muss die Forschung mal dran glauben. Und eigentlich die Plankenproduktion. Obwohl der frisst munter weiter, wieder Baumstämme. Das ist also nicht verkehrt. So. Ein Deich, bitteschön, dahin. Wäre noch schön, wenn man hier irgendwie die Farbe anpassen könnte. Gut, es ist Holz da. Dagegen spricht wohl auch nichts. Wieso ist hier Fäulnis? Ah, wir gehen zurück. Die Natur heilt sich. Das ist wunderbar. Mal sehen, wie lange es dauert, bis der See trocken ist. Wenn der hier unten irgendwo eine Quelle hat, müssen wir das anders machen. Aber ich denke, das ist nur ein Wasserloch. Ohne Wasserquelle. Also relativ nutzlos als Wasserloch. In irgendwas muss man ja nutzlos sein. So, 22 Planken Hammer, dann würde ich wieder sagen, reicht erstmal. Die können pausieren. Ja, der soll mal wieder hier rumförstern. Gut, das können wir jetzt hier definitiv abreißen. Und den können wir eigentlich wieder aktivieren, die Holzfällerfahne. Und dann läuft es doch eigentlich genauso. Holzfällerfahne da, dann weg. Einfach weg damit. So, das haben sie schon gebaut. Da bin ich begeistert. Jetzt brauchten wir eigentlich die Zweierschleuse. Und zwar in dieser Form. Eins, zwei, ja. Weiß nicht, ob es reicht, dass man die durch zwei leiten. Irgendwie müssen wir den Fluss auch verbreitern. Ist jetzt erstmal egal. Reicht das wirklich bis da oben? Bis zu einer einstellbaren Höhe. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie die funktionieren. Ich habe das Gefühl, der lässt oben noch ein bisschen was drüber. Wart mal mit dem Bauen.
Ich glaube, wir brauchen hier noch einen Deichleer. Ah, dann überfluten wir ja hier alles. Weil ich will maxi... Obwohl, tun wir nicht. Ich will noch bis zu dem Level generell stauen. Achso, ja. Problematisch. Dann brauchen wir eigentlich die Dreier-Schleusen. Ich würde sagen, das hier ist aber besser als nix. Hält zumindest zwei dicht und beim dritten haben wir halt ein bisschen Überlauf. Hilft ja alles nix. Und drei Stück sollte man davon haben. Und dann stelle ich das nur mal kurz hier hin, pausiere es, niedrige Priorität, dass wir schon mal die Deiche planen können. So. So ungefähr stelle ich mir das vor. Soll er erstmal das bauen und dann braucht man eh noch ein paar Planken. Da müssen wir aber schauen, wer denn hier am sinnvollsten arbeiten kann im Moment. Ich würde tatsächlich sagen, obwohl ein Holzfäller, der hier konstant abnagt, könnte nützlich sein. Ja, müssen wir mal schauen. Lass mal die erstmal mit anliegenden Schleusen synchronisieren. So, das klingt gut. Haben wir noch gar nicht. 10 Bretter und dann brauchen wir nochmal 10 Bretter. Das heißt, hier brauchen wir auf jeden Fall Arbeiter. Ich würde sagen, die Farm kann kurz pausieren. Wir sind ja eh gerade noch in der Dürreperiode. Und bis jetzt hält das Wasser ganz gut. Und wir haben sogar einen Arbeiter gerade mehr bekommen. Egal, der soll erstmal hier wieder Planken machen. So, wenn Faulwasser ist, soll das ungefähr bis zu 3 Leveln speichern. Also hier dann lang fließen. Und da ist blockiert. Okay, das ist ein Problem, weil wenn wir das hier noch aufkriegen würden, dann wäre es ja gar kein Problem. Kann Wasser hier durchfließen. Das hat dieselbe Höhe jetzt wie das. Das ist natürlich unpraktisch. Wie lange braucht ihr denn dafür? Naja. Pelzige Biber soll man nicht hetzen, wie das so schön heißt. So, wie läuft's mit dem Trockenlegen? Ich würde sagen, so mittel. Bretter gehen auch voran, annähernd zumindest. Wir können ja mal probieren, dann hier eine Straße durchzuleiten, dass sie das abbauen. Vielleicht macht das einer, der auf Wanderlust ist. So, erste Schleuse ist gebaut. Hab gerade das Gefühl gehabt, die wird noch beliefert. Ist egal. So. Noch eine Doppelschleuse, bitte. Boah, wie gesagt, sieht nicht schön aus, aber für den Anfang muss das reichen. So, Forschung können wir wieder bemühen. Hier können wir noch einen reinstecken. Ein Bober, ein Biber. Und dann vermehrt euch mal reichlich. Ich brauche vor allem billige Arbeitskräfte. Stimmt, die Deiche sind auch wichtig. Ja, bei Faulwasser fluten ja halt alles hier. Das gefällt mir auch nicht. Weil da wollte ich eigentlich hin expandieren. Naja, müssen wir mal schauen, dass wir die Fläche hier noch irgendwie genutzt kriegen. Und dann irgendwann halt an der Quelle das abschalten. Das wär mal irgendwie hinbekommen. So, Forschung läuft. Alle Biber sind munter und beschäftigt. Geht ihnen sogar relativ gut. Finde ich sympathisch. Gute Biber. Was haben wir denn noch? Raffinerie, Roboterfabrik, bla bla bla, Dekoration, Monumente, Metall, Holz, Papier, Druckerpresse, Zapferhütte, Wasser, Faulwasserpumpe, große Wasserpumpe, Wasserströmungsanzeige, mechanische Flüssigkeitspumpe, Zentrifuge, Faulwassersiel. Oh, 2000 Forschung braucht es, damit wir endlich die Pfütze hier loswerden. Jo, gut. Gut Ding will Weile haben.
So liefert ihr hier auch hin. Ich glaube, das kann kurz mal wieder stoppen. Und dann würde ich sagen, nicht im nächsten Sprint, sondern jetzt demnächst versucht man tatsächlich mal einen Bretter herzustellen. Und hier können wir eigentlich einen neuen Distrikt erstellen. Der da hinten wird auf keinen Fall reichen. Den vergrößern wir hier einfach, wenn wir die notwendigen Ressourcen dafür haben. Müssten wir mal schauen. Ist natürlich dämlich hier mit, falls Faulwasser kommt, wird der Distrikt leiden. Sehr sogar. Ja, aber irgendein Distrikt muss leiden. So macht man Politik. Können ja nicht alle immer zufrieden sein. Wo kommen wir denn da hin? Ins Paradies? So kann das nicht gehen. Was ist mit den armen, reichen Menschen? Alles hart erarbeitet. So. Ja, gut. Das braucht man nicht unbedingt. Können wir, glaube ich, auch erstmal wegmachen. Achso, ist eh geplant. Na gut, lassen wir es irgendwie dran. Trockne mal schneller aus, Kollege. Naja, gut Ding will Weile haben. So, das ist doch auch im Fellbereich, oder? Werden die auch gefällt? Der Biber scheint zumindest gut beschäftigt zu sein. Also ernsthaft, ihr müsst es jetzt mal so langsam bauen. Und mit langsam meine ich schnell. Weil wenn Faulwasser kommt, sind wir wieder am Arsch. Vor allem unsere schöne Baumproduktion. So, dringend. Hohe Priorität. Los, Jungs. So, komplett geöffnet. Wir wollen, dass Wasser durchkommt. Nicht zu viel, aber doch schon alles. Oh, und da wird's wieder grün. Ich würde sagen, das eignet sich für ein Distriktzentrum. Können ja mal eins vormerken. Naja, Wasserräder gibt es natürlich auch. Distriktverwaltung. Distriktzentrum. Hier schön rein. Glaub da am besten. Wie viel kostet das denn? Gar nichts. Ist ja schön. Machen wir mal kurz aus. So. Aktuell braucht man da nämlich keine Biber. So, das füllt sich wieder wunderbar. Ach, den einen hätten wir auch sagen können, er soll aufhören zu arbeiten, weil das gar nichts gebracht hat. So, das sieht aber gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube, vor dem nächsten Faulwasser sind wir annähernd geschützt. Jetzt müssen wir nur schauen, können die auch theoretisch hier drüber gehen, über die Schleusen? Nee. Das wäre zu viel des Guten gewesen, ich sehe es hier ein. Nein! Das passiert, wenn man es flutet. Müssen wir ja nicht unbedingt provozieren. Ja, ja, tritt ein bisschen über. Das ist schon in Ordnung. Es wird irgendwann auch wieder abfließen. Jetzt. Aha! So habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das vorgestellt. So ungefähr zumindest. So, Brücken soll man auch verdrücken. 100 kostet das. Das ist irgendwie noch möglich. Menschen möglich. Achso, die müssen dann auch doppelt gebaut werden. Ja gut, irgendwie müssen wir halt rüber. Können natürlich auch dem zweiten Distrikt sagen, dass das jetzt seine Aufgabe ist. Ja, sieht auch unschön aus, aber was will man machen? Was Besseres wahrscheinlich. Wir warten damit noch. Wir warten damit noch kurz. Also, Wasser wird gefüllt. Sehr gut. Ah! So langsam wird der See trockener gelegt. So muss es. Ansonsten, ja, kümmern wir uns vielleicht mal wirklich um dieses Distriktzentrum. Ich weiß leider nicht mehr ganz, wie das ging, aber irgendwie müssen wir Biber rüberschicken. Kann sein, dass wir da noch ein bisschen drauf warten müssen.
Auch hier das Holzfäller-Ding könnte man eigentlich noch erweitern. Ah, Faulwasserflut. Da bin ich aber gespannt. Wir bauen mal schöne Eichen. Ja, schöne Eichen. Hier hin. Alles gut, bisschen Radius, ja. Das sieht gut aus, da hat er ein bisschen was zu tun. Faulwasserflut in 3 Tagen. Da bin ich aber gespannt, ob unsere Konstruktion so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt wird es dann aber auch direkt unter Wasser gesetzt hier. Also, huiuiui. Komm mal hier noch irgendwie geschickt rüber. Vielleicht, wenn wir da noch einen Deich bauen. Und gleich eine Treppe. Können wir hier... Ja, ich weiß, das ist ein bisschen viel verlangt gerade von den Bibern. Machen wir das... Ach, egal. Holz haben wir ja. Kostet nur 12 Stück. Kann natürlich sein, nee, das Wasser sollte nicht drüber fluppen. Nur initial, wenn dann. So, wir haben 5 Biber, die arbeitswillig sind. Dann her damit. Dann können wir auch hier mal ein bisschen wieder Plankenproduktion anwerfen. Gleich machen wir Zahnräder. So, schon gebaut? Nö, noch nicht. Wie wollt ihr dann noch rechtzeitig die Treppe draufkriegen? Ich hoffe, ich muss dann keine Wege abschneiden, weil ihr hier eh nichts machen wollt. So, Treppe bitte. Hohe Priorität. Ja gut, da hätte es wahrscheinlich sich angeboten, tatsächlich keine Treppen zu nehmen. Mach mal die mal wieder weg. Genauso wie die. Da würden sich die Plattformen doch deutlich besser eignen. Da unten ist ein Weg, den können wir wegmachen. Ja, auf jeden Fall. Weil dann kommen sie nicht unbedingt mit Faulwasser in Berührung, wenn Faulwasser einfach durchfließt. Was es erstmal nicht tun wird, weil wir es ja anstauen. Also ist so oder so scheiße. Aber ich hoffe, die kriegen das irgendwie hin. Bevor die große Flut kommt. Also zumindest das eine noch. Wird schon irgendwie laufen. Wird schon irgendwie laufen. So, Wassermarsch. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, wird ja auch ein bisschen was hier drin verbleiben. Ich mach mal. Haben die Arbeitskraft. Soll jemand anderes noch kurz mitpumpen. So, der erste ist gebaut. Und dann müssen wir gleich die Höhe hier massiv erhöhen. Wir könnten natürlich jetzt auch schon anfangen zu stauen. Ich weiß nicht. Das hätte man davor machen sollen. Ja, lassen wir es mal durchfließen. Lassen wir es einfach mal kurz durchfließen. Und sobald das Faulwasser beginnt, zu mit der Schleuse. Und dann haben wir nur ein Problem, wenn es drüber schwappt. Was es eventuell tun wird, bis diese Dinger hier weg sind. Naja. Wir werden es rausfinden. Früh genug. Nämlich in jetzt ungefähr. Oh. Ich will das echt nicht verpassen. So, jetzt. Faulwasserflut. Hoch die Schleusen. Hoch die Schleusen. Ja, ja, Faulwasserflut. Da kommt sie ja schon, die Flut. Oh, die tötet natürlich wieder alles hier im Bereich ab. Ein Glück haben wir den Distrikt noch nicht eröffnet. Das sieht echt schön blutrot gerade aus. Als ob hier irgendwie ein Riesenhai mal durch einen Badestrand getilgt ist. Also, sieht nicht gut aus. Das war meine Befürchtung, dass das hier an diesen 2 kleinen Dingern scheitern wird. Jungs, macht keinen Scheiß. Nicht wieder auf meine Baumproduktion. Ja.
Diese Scheißdinger hier. Gleich wird Faulwasser überall drüber schwappen. Wir kriegen es natürlich auch ab. Ja, da kommt's. Ah, Wasser stoppen, Farmarbeit stoppen. Ach, 12 Tage dauert das. Ist ja wunderbar. Lass man die trotzdem 16 Stunden arbeiten. Ich würde sagen, Pflanzenbereich nicht zurücksetzen. Ich würde gern was abreißen. Ressourcen zum Abriss markieren. Hier diese randgeneigten Dinger. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so wirklich, wie man das hier besser machen soll. Das ist aber richtig schade hier. Das ist richtig schade. Wir können natürlich hier auch keine Produktion mehr machen. Das macht keinen Sinn. Holen sie sich nur wieder einen fiesen Schnupfen. Ach shit, wegen den 2 Dingern mal kein reines Gewissen und kein reines Wasser. Ah, noch 15 Biber, denen es relativ gut geht. Sollen die sich mal auf ihre Farmarbeit konzentrieren? Wenn die Pflanzen nicht absterben. Wenn die Pflanzen davor nicht absterben. Oh je, fängt schon an. Fängt schon an. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Ach, Menno. Ja, zumindest fließt auch ein Teil hier rüber. Ja, wie gesagt, wäre das nicht, dann hätte man ja gar kein Problem. Wir werden es hinkriegen. So. Das sieht ja hier noch relativ gut aus. Gut bewässert und gesund. Das hört man gerne. Apropos gut bewässert, da werde ich auch gleich mal einen Schluck trinken. Ansonsten Planken sehen gut aus. Können wir wieder aufhören. Und wir können es mal probieren mit einem Zahnrad. Zahnradwerk. Hier haben wir doch eins. Zahnradwerkstatt. Und das braucht natürlich auch so ein Stromfritzen. Wie macht man das am besten? Ja, ich habe es eh schon komplett... da nicht hin. Das war der denkbar blödeste Platz. Also Zahnrad. Wir müssen halt den Strom reinkriegen. Wir können natürlich auch das von einem Rad verwenden. Na, macht das irgendwie Sinn? Nee. Räumen wir das Rad mal ab und machen das richtig. Auf jeden Fall. So, die tun wir auch weg. So, Wege muss man abreißen. Abreißen, abreißen, abreißen. So. Ja, ich bin mir sicher. Ich bin mir doch sicher. Auch hier würde ich sagen, verlagern wir die Farm später mal ein bisschen zu idyllischeren Plätzen. Also ich wollte nur Ressourcen abbauen. So, dann haben wir da ein bisschen Platz für was auch immer. Für was auch immer jetzt passiert. Schon viel Faulwasser. Ganz viel fauliges Wasser. Ich glaube, dann können wir aber auch die Schleusen einfach aufmachen. Nee, wenn ich die jetzt aufmache, werde ich mich fluten. Also wir lassen ein bisschen mehr durch. Weil sonst stauen wir hier ja das ganze Faulwasser. Das heißt, sobald die Flut endet, braucht man ewig, bis frisches Wasser nachkommt. Nein, was macht ihr denn, Jungs und Mädels? Ihr tragt. Nein. Schluss. Weg. Nicht rüberkommen. Ihr holt euch echt einen Schnupfen. Leute. Ich muss das abreißen hier. Die wollen nicht hören. So. Keine Chance für euch. Na, ich hoffe, das reicht jetzt noch. Wir haben 9 Arbeitslose, aber besser geht's halt gerade auch irgendwie nicht. Wasserhammer naja. Für die Biberanzahl, die wir aktuell haben, sieht das wieder nicht gut aus. Und sobald das da hinten geklärt ist, haben wir weniger Probleme. So, das sind die letzten Ressourcen, die die abbauen können. Ja, hilft ja alles nichts. Könnten jetzt schön Forschungen betreiben oder Zahnräder machen. Also einmal
Zahnräder. Einmal Sägewerk. Brauchen Wege. Wege, keine Treppen. Na, keine Ahnung, vielleicht klappt das auch so. Dann Wasserkraft erstmal nicht, obwohl bei Faulwasser wäre das ja auch praktisch. Wo haben wir Energie? Da haben wir Energie. Energieraten mit 50 PS. So, dann würde ich sagen, einmal rüber. Ups. Vielleicht auch eher so rüber. Das sieht schon sinnvoller aus. Dann vielleicht so ein T-Stück. So rum. So rum. Ach, mit den Wegen passt das natürlich nicht. Da müssen wir einen anderen Weg dafür finden. Es gibt dann später, dass man die von oben runterlenken kann. Das finde ich persönlich entspannter. Aber wir werden schaffen, die anzuschließen. So. Den machen wir auch weg. Hier kommt dann noch Sü ein Stück und Sü ein Stück. Der Weg kommt hier natürlich auch weg. Und dann haben wir keine Möglichkeit, den zu erreichen. Keine Möglichkeit, den Kerle zu erreichen. Da müsste andersrum stehen, das ist natürlich richtig. Oh je. Oder wir bräuchten halt die hohe Antriebswelle. Wie viel PS braucht es überhaupt? 120? Okay, dann hat das eh keinen Wert. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Beziehungsweise, oh, so. Dann können wir die Wege wieder verlegen. Und dann überlegen wir uns, wie wir das andere angeschlossen bekommen. Macht dann natürlich auch keinen Sinn, dass es hier ist. So, dann reiße ich hier mal, was ich schön mir erdacht habe, wieder ab. Gibt es eine Tastenkombination oder muss ich jedes Mal auf den Mülleimer? Ah, Delete funktioniert. So, dann einmal Wege abreißen. Bin zwar kein Wegelagerer, ja, ja, abreißen. So, Plankenwerkstatt, Plankenwerkstatt, Planken, Sägewerk natürlich. Wie am besten, ist scheißegal. So passt mir hin. Dann braucht man Energie dafür. Ja. Ja. Hier am besten hin. So viel zur Platzeffizienz. Naja. Wird im Laufe besser werden. So, wie kriegt man denn andere Energiequellen? Windmühle mit 150 PS. Oh, das geht eigentlich. Die braucht 20 Planken und 20 Holz und liefert ordentlich Strom. Dann würde ich sagen, mach mal wirklich noch das Zahnradwerkstatt, die Zahnradwerkstatt hier hin. So ungefähr. Hofft, das Holz reicht dafür. In irgendeiner Form zumindest. Ach, braucht 25 Bretter. Oh, die haben wir eigentlich auch. Könnte funktionieren. Also das mit dem See klappt, da bin ich voller Optimismus. Naja, das... Da braucht noch keiner rein. Ihr müsst erst bauen, genauso wie ihr dieses Windkraftwerk hier mal bauen solltet. Jo. Große, also nicht die große, die kleine. Einfach nur die kleine. Dann darf der Weg wieder weichen. Und dann einfach... Ja! So soll das. Müssen die nur noch irgendwie geschissen bekommen, das zu bauen. Was aktuell wahrscheinlich erst in 8 Tagen funktioniert. Weil wir kein Holz mehr haben. Das Holz ist hier und ist natürlich fast wieder alles abgestorben. Meine schöne Eiche. Ah, da hinten. Da hinten überleben ein paar. Kann ja auch nicht alles verlieren.
Solange es den Bibern gut geht. Nahrung ist so eine Sache. Wasser ist gerade wieder so eine Sache. Weil jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir während dieser Periode kein Wasser nachtanken können und auch nicht nachfarmen. Das war bei der Dürre deutlich leichter. Also Top-Priorität sind die Dinger hier rauskriegen. Und dann löst es hoffentlich eins der Probleme. Dass das hier dann unter Wasser steht, ist ein anderes Problem. Da müssen wir wirklich die Schleuse irgendwie dahin bekommen, aber da sehe ich gerade nicht wirklich Weg, das zu machen, obwohl vielleicht. Wir müssten auf jeden Fall das Altmetall da abreißen, damit ich unten überhaupt gescheit versperren kann. Müssen wir mal schauen. Vielleicht klappt es ja auch mit so einem Zweier-Ding. So. Nicht durch Pfade verbunden. Ah, scheiße, genau falsch rumgebaut. Ja. Ja. Hätte man sich was denken können, ja. Hat man nicht. Na gut. Mal will man machen. So, dann machen wir hier wieder schöne, schöne karottige Felder. Erstmal, also damit das nach was aussieht. So, und natürlich hier dann wieder in der Hoffnung, dass wir dann das Faulwasser ein für alle Mal zumindest von dieser kleinen Siedlung fernhalten können. Nein, ein Biber ist kontaminiert. So ein Arsch. Noch 6 Tage. Eieiei. Das sind zu viele Biber, um 6 Tage davon zu leben. 6,5 Tage. Naja, vielleicht werden ein paar kontaminiert. Das löst dann wieder das zahlenmäßige Problem. Ja, und hier ist eindeutig dann nicht mehr genügend Holz vorhanden. Das ist natürlich schade. Ich würde auch sagen, was machen die denn eigentlich noch? Chillt doch nur in euren Häusern und zeugt Nachwuchs. Ich habe für euch 6 Tage lang jetzt nichts zu tun, also bitte fresst auch nix. Fresst auch nix. So. Ja, das müssen wir auch gescheiter machen. Wir können so viel Zeug hier gescheiter machen, das ist unglaublich. Ich dachte gar nicht, dass es... Sah doch am Anfang besser aus, aber die Faulwasserflut, die fügt schon ein Element, ein interessantes Element hinzu. So, jetzt muss ich aber mal was trinken. Nur am Faseln und völlig ausgetrocknet werden. So, können wir den Bibern schön zuschauen, vor allem den einem fleckigen Schwanzbiber da. So, wie kriegt man das jetzt schmerzfrei weg? Höhe 1. Es schwappt über. Geht noch. Geht gerade noch so. Darf ja nicht über die Ufer. Das muss mal schön filigran, schön langsam machen. Weil ich will dann in 6 Tagen das neue Wasser haben. Hilft mir nichts, wenn das jetzt alles reinfließt. Oh. Okay, ein Block haben wir fast schon wieder frei. Sobald ich die Schleusen öffne, wird es wahrscheinlich mein komplettes Dorf fluten. Und dann werden sie nicht begeistert sein, die Biber. So viel kann ich schon mal mit Sicherheit sagen. Und dann haben wir teilweise 30 Tage von dieser Flut. Na gut, ist ja kein Problem, wenn die irgendwie gescheit gedämmt ist. Vielleicht hätte ich ein paar Biber einfach drauf ansetzen sollen, das hier trotzdem noch irgendwie fertig zu machen. Na, durch die Bäume kommen sie auch nicht durch, also vielleicht auch nicht. So, was ist, wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen aufmachen? Schön abfließen, schön abfließen. Haben ja eigentlich 2 Abflussrichtungen. Wenn man halt weniger Möglichkeiten hat, dass das Wasser abfließt als hinzufließt, hat man dann wieder ein Problem. Aber das sieht im Moment noch ganz gut aus.
immer schön nach und nach hier die Plörre wegjagen. 3 Tage haben wir noch Zeit, um das irgendwie wieder halbwegs in Ordnung zu kriegen. Ich glaube, wir können es jetzt aber auch direkt aufmachen, ohne viel zu riskieren. Nur ein Biber ist krank geworden. Das ist schade für ihn, aber trotzdem, bis jetzt würde ich sagen, gar nicht so verkehrt. Vor allem im Vergleich zur ersten Faulwasserflut. Hui. Und 21 Wasser noch für 3 Tage. Das wird dann für 3 Tage 11 Wasser. Könnt ihr Faulwasser trinken? Wahrscheinlich ja, aber nur einmal. Verbraucht kein Wasser mehr, Jungs. Scheiße. Das ist natürlich jetzt scheiße. 4 Wasser haben wir noch und 2,5 Tage. Hält man doch locker mal als Biber so 2,5 Tage durch ohne Wasser, oder? Ich kenne mich nicht aus. Fließt mal die ganze Plörre hier ab, weil wenn das frische Wasser nicht rechtzeitig ankommt, habe ich eh kein Halten mehr. So, 2,3 Tage, kein Wasser mehr. Oh oh. Oh oh. Werden sie schaffen oder elendig verdursten? Ich bin gerade komplett zwiegespalten. Kann man dem einen nicht sagen, er soll Faulwasser trinken? Also wenn man hier wirklich Faulwasser reintun. Ja, aber vielleicht kontaminieren sich nicht alle. Macht das Sinn? Oh, ich glaube, das ist der denkbar blödeste Plan, den ich gerade habe. Das kontaminiert ja auch alles andere. Ach, das kriegt auch gar kein Wasser hoch. Okay, schon mal was. Ein Fehler von mir wieder. Oh oh, die ersten fangen an Durst zu kriegen. Die ersten fangen an Durst zu kriegen. Fließ mal ab, du Wasser. Habt ihr nichts getan, außer dich zu stauen. Achso, ja, das könnte problematisch sein. Aber der See, fantastisch. Irgendwann ist da nur noch Frischwasser drin. Das ist doch so schön. Jetzt haben wir aber ganz schön viele Durst. Naja, 1,3 Tage nicht hinsehen. Ja, ich weiß, sie sind ziemlich unzufrieden. Wann sterbt ihr? Was? Wasser! So soll das aussehen. Wasser ist zurückgegangen. Also das Faulwasser. Jetzt kann das Neue eigentlich reinfließen. Scheiß auf den Tag, dass das noch dauert. Geht bitte nicht in die Sonne. Trinkt nicht das radioaktiv verseuchte Wasser. Und haltet bitte noch kurz durch. Nur noch ein Tag. Wenig. Ja, ein Tag. Wir müssen es ja auch noch erst pumpen. Aber dann machen wir das in vollem Maße. Okay, 14 Biber haben wir noch. Ist einer gestorben? Weiß ich gar nicht. Kennen meine Biber gerade nicht in- und auswendig. Aber so lange werden sie es nicht mehr machen ohne Wasser. Hoffentlich. 0,4 Tage noch. Ich kann es kaum erwarten, bis hier wieder das blaue Elixier des Lebens sprießt. Schlüpft. Quellt. Quellt ist doch ein gutes Wort dafür. Komm schon, 0,2 Tage. Der Durst ist immens. Wir hätten eine Bierproduktion machen sollen. Dann wären sie zumindest glücklich und nur leicht toxisch verseucht. Also ich brauche kein gutes Bier. Nicht, dass Bier so toxisch ist. Ja, da kommt's. Her mit dem Wasser. Her mit dem Wasser. Das kommt aber auch in Strömen. So, jetzt können wir eigentlich schon wieder Produktion anheizen. Die pumpen ja eh nur Wasser. Oh oh. Oh oh. Wieso fließt nach links nicht viel? Weil wir es gedammt haben. Verdammt. Und da fließt natürlich nur ein Ding durch.
Ja, was machen wir jetzt? Unser schönen See nochmal auf. Wir hatten es aber fast geschafft, aber bringt ja nichts, wenn die hier elendig verdursten. Also. Achso, brauche ich gar nicht. Ich kann einfach einreißen. Das ist das Schöne. Brauche ich keine Biber für. Ja, hilft ja nichts. Frischwasser muss jetzt unbedingt an den Pumpen ankommen, sonst sind alle tot. So, ihr müsst jetzt durcharbeiten, Jungs. Komm, holt Wasser. Können nicht alle sterben. Wassern. Wasser mehrt sich. Oh. Ja, ich habe eine Fehlkonstruktion geplant. Da hinten ist aber ein ganz schön nettes Spiel, dass das auch geht. So, einer ist kontaminiert. Der Rest wird jetzt nach und nach hoffentlich schön sich satt trinken können. Komm, ihr seid im Wasser. Sauft! Sauft doch einfach beim Schwimmen. Ja, die können wir wieder anmachen. Ach ja, ach ja. Kommt zumindest ein bisschen Holz nach, ist auch nicht verkehrt. Hier die Werkstatt braucht Bretter und Zahnräder. Ne, 10 Bretter kommen 10 Zahnräder raus. Ja, so viel Holz haben wir gar nicht. Naja, wir haben auch keine Planken mehr. Ja, das ist schlecht. Müssen wir erst die Plankenproduktion machen. Und die Farmer. Farmt um euer Leben. Ihr habt nur noch 84 Essen. Nur noch ein paar Blaubeeren und das war's. Und die sind alle tot. Okay. Achso, eine Dürre. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Hab alles im Griff. Na gut, in der Dürre können wir zumindest arbeiten. In der Dürre können wir zumindest arbeiten. Ja, baut aber so viel und so schnell an wie möglich. Ich weiß, erst mussten sie Wasser leiden, jetzt müssen sie Hunger leiden. Aber es klappt schon irgendwie. So, die sollen auf jeden Fall noch gebaut werden. Obwohl, wenn Wasser hier steht, bräuchte man es nicht unbedingt. Naja, nichts übertreiben. Wir werden schauen, dass wir das irgendwie jetzt hinkriegen. So, Rohholz. Ach, das braucht 40 Rohholz, das ich da immer verschwende. Ist ja nicht nett. Na, wenigstens gibt es hier noch 2 Holz. Könnte man ja jetzt schön abförstern. Ich glaube, generell macht eine zweite Holzfällerfahne hier Sinn. So. Warum denn nicht? Haben ja billige Arbeitskräfte im Moment. So, das braucht 4 Tage. Das heißt, die werden an Hunger elendig krepieren. Aber ob das wirklich eintritt, würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen.